Bei Jugend und Parlament stellten rund 300 Jugendliche in einem Planspiel im Deutschen Bundestag parlamentarische Verfahren nach. Junge Aktivisten von Fridays for Future nutzten die Veranstaltung für eine Protestaktion gegen die aktuelle Klimapolitik. Während einer Rede von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble legten sich am Dienstag rund 20 Jugendliche vor dem Rednerpult auf den Boden und stellten sich tot. Es geht uns um zwei Punkte. Zum einen, wir möchten nicht diskreditieren die Bemühungen hinter Jugend im Parlament. Das ist uns wichtig, dass das ein sehr, sehr schönes Rollenspiel ist, auch andere Meinungen kennenzulernen. Auf der anderen Seite geht es darum, dass Wolfgang Schäuble als Symbolbild für eine verfehlte Klimapolitik steht. Denn er ist seit Jahrzehnten mit kurzer Unterbrechung Teil der Regierung und hat damit massiv dazu beigetragen, dass wissentlich gegen jegliche wissenschaftliche Erkenntnisse gehandelt wird. Während ein Teil der anwesenden Jugendlichen die Aktion der Fridays for Future Aktivisten mit Buhrufen quittierte, applaudierte ein anderer Teil. Unter dem Motto Fridays for Future gehen seit Wochen Schüler bundesweit für den Klimaschutz auf die Straße. Zuletzt protestierten vor der Europawahl mehrere tausend Schüler in Berlin.